So, dann herzlich willkommen zum Live-Trading und Analyse-Service von JFD Brokers. Heute ein kleines bisschen früher, weil ich eigentlich todmüde bin. Der Tag war extrem anstrengend und deswegen wird es auch nur relativ kurz. Und die asiatischen Märkte werden höchstwahrscheinlich sich leicht erholen, weil die Dow Jones und Nasdaq haben sich in der letzten halben Stunde über 1,5% nach oben entwickelt. Zwischenzeitlich sah es eben gar nicht so gut aus, aber da schauen wir nachher kurz drauf. Kommen wir zunächst zum DAX, Xetra DAX. Hier wäre eben ein Anlaufen von 9.650 wichtig gewesen, beziehungsweise hätte dann ein schönes Einstiegssignal ergeben. Hätte sich dann auf Tagesbasis, hier ist jetzt zwar der Wochenchart, aber auf Tagesbasis wäre eben dann ein Schlusskurs von über 9.560 dann dringend auch nötig gewesen. Nachbörslich stehen wir jetzt wieder über, ich glaube 9.900 Punkte, aber was jetzt nachbörslich ist, spielt sowieso keine Rolle, weil morgen um 7, 8 Uhr ändert sich hier das Bild, ja, wegen der Wichtigkeit des asiatischen Handels sowieso. Also aber nur hier könnte es sich eben, ohne dass jetzt dieses Level angelaufen wird, sich erstmal jetzt deutlich erholen. Also hier werde ich morgen, ja, sobald ich wach bin, sobald ich am Rechner sitze, auf 5 Minuten Basis wird wahrscheinlich ein Gap eröffnen, also auch schon die Future-Stände begutachten und mit einfließen lassen, dass ich hier ein Long Trade mit einem engen Stopp auf das gestrige Tief einfach wäre auf alle Fälle möglich, außer China kracht nochmal ein. Also das ist die Bedingung, dass der asiatische Handel nicht verrückt spielt. Sonst gibt es erstmal hier im DAX wirklich nicht viel zu sagen. TechDAX hat heute neues Tief gemacht, erreichte eben nicht ganz hier den Bereich, den ersten auch nicht. Ja, wenn man jetzt hier sieht, ist ja auch ein guter Unterstützungsbereich erreicht. Also hier sind jetzt hier 1, 2, also kann man das theoretisch abhaken. Ist also erledigt, zwar nicht ganz so tief, aber muss ja auch nicht dann immer ganz in den Zielbereich gehen. Also TechDAX kann sich auch erholen. Dann kommen wir schnell zu den ganzen Setups. Die sehen erst auf den ersten Blick natürlich ein bisschen, ja, zusammengedatscht aus. Ja, liegt nur hier vielleicht leicht im Minus. Stoppkurs aber weit entfernt und morgen soll es hier aufwärts gehen bei der BMW-Aktie. Der Euro, den werde ich morgen vorstellen, der Eurobund Future. Hier könnte sich eben entweder direkt ein Short-Signal ergeben, aber auf Tagesbasis, wenn die 159er Marke fällt, könnte sich hier auf jeden Fall ein schönes Abwärtspotenzial ergeben. Aber dazu morgen Näheres. Also eventuell Long, DAX Long und gleichzeitig Bund Short. Mal schauen, wie sich das dann ergibt. Hier ist noch die Walt Disney Aktie. Hat heute das Tief von letzter Woche nicht unterschritten. Bislang, aber es ist erst der erste Tag. Schöne Kerze im Wochenchart. Unterstützung super gehalten. Hier die Sunrun, der spekulative Wert, hängt genau noch in der Buy-Zone. Hier muss definitiv jetzt morgen, die nächsten Tage was passieren. Hier auf jeden Fall den Stoppkurs, auch nicht auf Schlusskursbasis, sondern direkt achten, von mir aus den Stoppkurs auf Schlusskursbasis auf 9 Euro hochlegen. Jeder Schlusskurs unter 9 Euro wäre negativ. Dialog Semiconductor, im Prinzip das erste Kursziel wieder erreicht, dann wieder leicht abgefallen. Dürfte morgen auch mit dem TechDAX die Chance haben, hier das Gap zu schließen. Dow Jones Future wollen wir gleich nochmal sehen. Hier die Royal Dutch Aktie. Wunderschön hier unten angeditscht. Muss natürlich jetzt dann zeigen, dass es
dass die Bullen da sind und dass es aufwärts gehen will. So, Semikontakter. Disney weg. Hier, das ist die. Das ist mal wirklich, wo Stockpicking sich wirklich auszahlt oder Screening. Die Aktie ist nicht mal ins Minus gelaufen heute, sondern gleich im Plus sogar eröffnet. Im Plus geblieben. Ein leichtes Mini-Gap da. Aber hier im Prinzip perfekt gelaufen und perfekt gescreent. Die Daimler-Aktie. Ja, hat genauso eine Inverted Hammer wie die BMW-Aktie. Aber ist genau noch im Unterstützungslevel geblieben. Und das war's dann. Das waren jetzt die letzten Setups, die ich vorgestellt habe. Ja. Schauen wir noch ganz kurz, wo der Dow Future geschlossen hat. Also 60 Punkte hat er noch abgegeben. Aber hier von dem Zwischentief konnte der 200 Punkte am Stück hier zulegen. Wie gesagt, morgen dann mehr. Danke fürs Zuhören und bis dann.